wollt ihr das nicht kaufen? Und da haben die gesagt, aber wir haben Linux, ja. Es kostet auch nichts, wir können es verändern. Wir sind die, wo das herkommt sozusagen. Wir sind die Physiker oder die Artificial Intelligence Forscher. Das heißt, wir können diesen Code, das ist die Programmiersprache C meistens, die ist auch noch nicht über 100 Jahre alt natürlich, ja. Aber die verstehen wir und deswegen können wir in der Astronomie gleich Linux an unsere Bedürfnisse anpassen. Ja, das heißt, es gab mal so Linux-Konferenzen, wo jemand aus der Wirtschaft, Sun Microsystems, als es die noch gab, dann solche Leute einlädt und sagt, ja, was machen Sie eigentlich mit Linux? Dann haben wir gesagt, ja, das ist alles zu teuer und wir wissen auch nicht, wir können uns nicht auf Microsoft verlassen, ob bestimmte Features in der nächsten Version dabei sind. Alles egal, wir nehmen das Billige, das ist gut genug. Und was ist denn bitte Ihre Aufgabe? Ja, so haben wir gesagt, ja, wir haben da vielleicht 700 Computern, auf denen überall Linux läuft. Unsere Aufgabe ist to simulate the universe. To simulate the universe, können Sie sich vorstellen, was das sozusagen für eine technische Zauberei im Hintergrund ist. Gut, das ist aber immer noch Wissenschaft. Und jetzt gibt es tatsächlich Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die wollen natürlich leben, wie wir alle. Und sie wollen vielleicht auch gut leben, komfortabel, sicher, von den Verträgen und so weiter her. Aber es geht nicht zuerst darum, Geld damit zu machen. Ja? Also diese Kommodifizierung, wie das gesagt wurde, ist etwas, wo sozusagen Wissenschaftler oft traurig sind, dass man ihre Arbeit für etwas anderes verwendet. Ja? Und da bin ich jetzt an dem Punkt, wo wir wieder bei der Ethik sind. Also gibt es eine Ethik des Physikers, der gelernt hat im Studium, der gelernt hat in den ersten Projekten, dass alle seine Kollegen ihm gerne alle Informationen geben und auch höflich sind, wenn sie seine oder ihre Fehler kritisieren. Und das sind ja, das merken Sie, das sind wieder sozialpsychologische Fragen. Ja? Und das nennt man eigentlich eine Kultur, eine Scientific Culture. Und ich weiß noch sehr genau, als ich einmal auf einem Panel war, da war der Pressesprecher vom CERN dort und mein Laptop ging irgendwie alle. Er ging jedenfalls nicht. Da habe ich ihn gebeten, ob ich einen Konferenztext unserer Arbeitsgruppe auf seinem schreiben kann. Und dann hat er wirklich in 7 Fragen geschaut, ist das gut? Können Sie das sehen? Wenn es abstürzt, können Sie es selber wieder hochfahren? Wissen Sie, wo die Batterieanzeige ist? Das heißt, er hat in 7 Parametern vorbereitet, dass er gehen kann und ich mit seinem Gerät, mit seinem privaten Laptop arbeiten kann. Ja? Und das nennt man sozusagen eine Übergabe. Er hat mir sein technisches Gerät so gegeben und das ist CERN. Ja? So, das heißt, die streiten sich drüber, gibt es das Higgs-Boson und diese ganzen Dinge natürlich wie überall, weil der Code in der Wissenschaft wahr und falsch ist. Der Code nach jedenfalls einer Richtung soziologischer Theorie, der Systemtheorie, der Code der Wirtschaft ist, wird gezahlt oder nicht gezahlt. Ja? Das würde bedeuten, wenn ich ein Produkt anbiete und sie zahlen, dann bin ich im Wirtschaftssystem. Wenn ich ein Buch kaufe von Einstein und ich lese es und dann schreibe ich ein Papier ins Internet und sage, ich bin dagegen, weil Einstein hat geirrt, dann sind sie in der Wissenschaft. Ja? Weil sie sozusagen im Spiel von Verifizierung und Falsifikation mitmachen. Und jetzt ist behauptet worden, dass durch das Internet die Funktionssysteme, es gibt noch mehrere, es gibt auch Religionen, ja, es gibt auch Kunst, nach Luhmanns Schule, dass Wissenschaft und Wirtschaft ihre Funktionsdifferenz überblendet kriegen. Ja? Also mit anderen Worten, ich zahle dir was, damit ich etwas Wahres kriege, etwas Zutreffendes, faktisch Zutreffendes. Und so könnte man miteinander versuchen zu verstehen, warum eigentlich medizinische Geräte, die wir tragen, jetzt bald die Apple Watch und so weiter, ins Internet unsere Daten geben. Das ist ja wie eine Erfassung von einem Botaniker oder einem Mediziner, einem Fitnesstrainer, einem Sportarzt, der braucht sowas. Aber dieses Tool wird jetzt verwendet, damit meine Biodaten wohin gehen, wo sie wiederum etwas sind, wofür Geld bezahlt wird. Also wir sind in der Wirtschaft. Ja?
das ist sozusagen jetzt mal so, wie die, eine avancierte soziologische Theorie es beschreiben würde. Es gibt auch das Funktionssystem der sogenannten Macht, das ist die Politik. In der Macht geht es darum, wer Posten besetzen kann, grundsätzlich. Ja? Und das heißt, da gewinnt jemand die Wahlen, aber auf einmal will der Kandidat nicht mehr und tritt zurück. Also da war Macht da und hat sozusagen versucht, trotz der Spielregeln da noch was im letzten Moment zu ändern und diese ganzen Dinge. Und das sehen Sie auch heute in Amerika, dass sozusagen von keinem der jetzigen Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten behauptet wird, sie wären unabhängig von der Wirtschaft. Ja? Also wenn du den Posten kriegst, dann musst du so und so vielen anderen Interessen helfen, ihre Posten zu kriegen. Ja? Und sozusagen Kontrollgremien einzustellen. So, und was ich jetzt gestern gehört habe, ist, dass manche von Ihnen gar nicht wussten, dass Wikipedia die einzige Website ist, die Sie nicht so beobachtet. Vorhin haben Sie es mal gesehen. Und wie hieß noch bitte internetactivity.org? Stimmt das? Diese Website, wo man diese... das erste, was du gezeigt hast, wo wir die verschiedenen CNN und aufgerufen haben. Lightbeam. Ja, okay. So, und jetzt möchte ich wieder zurückkommen sozusagen zu meiner sozialen Sphäre. Ich kenne also viele von diesen Hackern und ich persönlich liegt es daran, dass ich kein Techniker bin oder dass ich Philosophie studiert habe und ich mich fragen kann, welche Ethiken, und Ethik bedeutet eigentlich sich ums Gemeinsame scheren. Ja? Das jetzt, ich muss in vielen Dingen natürlich sehr verkürzen, aber sagen wir, Ethik, Ethos, ist eigentlich sozusagen, das ist der Heimatbereich oder der Stall, in dem die Tiere, die Kinder, die Alten, ja, die Eltern der Kinder, die Freunde vielleicht, sozusagen in einem Bereich gedacht werden, wo auch der Stier und das Kind oder der Großvater und der Gast aus der Fremde eine Kultur haben. Das ist zum Beispiel sehr interessant, die Gastfreundschaftskultur. Ja? Wird die bei uns gerade überfordert? Oder lernen wir von Gästen, die leider gerade Not haben, selber ihre Gastkultur und kriegen mehr Pep? Könnte ja auch sein. So, und das heißt, ich möchte jetzt, es ist ja so, ich habe jetzt die Antworten nicht, aber vielleicht haben Sie verstanden, es gibt Wissenschaftler, die haben eigentlich aus wissenschaftlichen Motiven politische Relevanz. Es gibt ein Betriebssystem, das Linux heißt, das etwa seit Ende der 90er Jahre wirklich installiert werden kann in Firmen, wo was von abhängt. Ja? Also stellen Sie sich vor, wo müssen die sichersten Computersysteme laufen? Fluglotsen zum Beispiel. Haben Sie vielleicht gehört, es gab unlängst mal ein Ausfall, ich glaube in Wien, ja, mit der Software, und dann war sofort alle materiellen Dinge, wie sozusagen die Zulieferung, das Auftanken der Flugzeuge, die Abfertigung, stand alles nur wegen Softwarefehler. Und ja, saßen die Leute da, ist klar. Also mit anderen Worten, da muss es sehr, sehr sicher laufen. Ja. Und diese Systeme sind dann auch ganz klein und so weiter und so fort. Aber es gibt sie und auch da kann man Linux verwenden. Also im Airbus, in den neuen BMWs. Was Sie vielleicht wissen, Android schon mal gehört? Wissen Sie, dass da Linux drunter steckt? Das ist jetzt da, wo Google sich dieses Linux, dieses eierlegende Wollmilchsau der Technik vielleicht, aber auch dieses Kollaborative zunutze gemacht hat. Und das heißt, Linux, die Performance ihres Android-Handys, ist ähnlich gut eingestellt wie ein Supercomputer. Ja? Sie können auch Supercomputer im Internet sehen und dann sehen Sie immer, China ist jetzt einer mit noch mehr Teraflops und jetzt muss Amerika muss wieder unter den ersten 10, muss wieder 8 haben. Und die sind zu 95% auf Linux basiert. Warum? Weil das sind Wissenschaftler.
sozusagen, ja, oder die lieben auch, sozusagen Ferraris herzustellen. Man könnte das im Sinne einer Kunstgeschichte der Technik, ja, dass Technologien eine verschiedene Ästhetik kriegen und so weiter. Also die Ente und das iPhone sind beides Designklassiker, aber sie haben sehr verschiedene Designphilosophien wahrscheinlich dahinter. Ja? Und auch in Betriebssystemen gibt es Designphilosophien. Ja? Wiederum Softwarearchitekten, die sich fragen, was ist eigentlich der Computer von morgen, den man braucht? Und was Sie bitte mitnehmen ist, in Linux ist es möglich, auch ein sicheres Betriebssystem zu machen, aber auch für die Wirtschaft zu verwenden. Das ist dann der Open-Source-Gedanke. Man kann mit dieser Software, die wirklich von etwa 1500 bis 2500 Leute geben alle 3 Monate wieder neuen Code in dieses Betriebssystem. Deswegen ist es ziemlich aktuell, ziemlich performant. Es ist nie ganz sicher, aber wenn eine Sicherheitslücke gefunden wird, haben sie es innerhalb von 2 Tagen draußen. Warum? Ganz viele Leute sehen das als ihr Kid, als ihr Child, als ihr, ja, als ihr wissenschaftliches Kind an. Ja, da müssen Sie sich also vorstellen, wie im 19. Jahrhundert eine Stadtbrücke in London mit einer Spannweite von 37 Metern, so viel Stahl und ohne Stützen wurde noch nie gebaut. Dann sind die natürlich stolz, weil sie auf der Erdrinde die breitgespannteste Brücke gemacht haben. Und es gibt in Budapest zum Beispiel eine berühmte Geschichte, dass einer der Brückenbauer sich ermordet hat, weil die Brücke einstürzte. Das wäre zum Beispiel, das wäre der Ingenieursstolz, den diese Linux-Leute auch haben. Ja? Eine Sicherheitslücke in Linux ist eine Brücke, die einstürzt. Das bleibt 2 Tage da. Ja? Während es bei anderen Firmen eher darum geht, ach, wir wollen nicht unser Image beschmutzt sehen dadurch, dass es eine Lücke gibt. So, also ich hoffe, Sie haben verstanden, es gibt eine Wissenschaftskultur, die auch businessfreundlich ist, aber Ihnen als Hacker und Ihnen als Nutzer die Möglichkeit gibt, sich jemanden anzustellen und dieses System für Sie umzuschreiben, solange Sie wieder den Code freistellen. Das können andere nämlich reinkopieren. Ja? Sie können sozusagen 3 Mann- oder Frauenjahre da sitzen, dann ist das fertig, läuft mal jetzt ein paar Jahre gut. Und das Ganze können alle anderen wieder übernehmen. Mit anderen Worten, es gibt auch eine andere Eskalation an Effizienz und ich würde mal sagen, der Herr, der Linux geschrieben heißt, der ist der Linus Torvalds. Und der ist anders als der, der die freie Software gegründet hat, der heißt Richard Stallman und der hat am MIT geforscht und jetzt werden Sie lachen, er hat am MIT in der Artificial Intelligence Lab geforscht. Und er hat seine Computer von vorne bis hinten verstanden, also auch ein Physiker, also das können die. Und der konnte seinen Drucker im Büro nicht mehr ansteuern und selbst reparieren, weil die Drucker-Company hatte die Software dafür zugesperrt. Und wenn Sie den fragen, dann sagt er, was in den 60er Jahren hatten wir immer freie Software. Es war immer klar, dass die Software, mir die Maschine, die ich gekauft habe, das muss ich selber reparieren dürfen. Ja? Und mit anderen Worten, es gibt da etwas, das auch eine ethische Energie hat, ja? Weil es ist wichtig, dass ich irgendwem auf der Welt, der einen Computer heute bediente, den Unterschied zwischen Windows und Linux klar mache. Und Sie merken, Google ist nun wirklich sehr mächtig. Wie viele von Ihnen wissen, dass Google in Alphabet umbenannt wurde? Ja? Haben Sie das interessant gefunden oder was waren Ihre Reaktionen? Anmaßend. Können Sie mal bitte, können wir jetzt vielleicht mit dem Gespräch beginnen und auch die Mikros haben? Denn was ich jetzt für. Aber wie würden Sie diese Anmaßung beschreiben? Alphabet ist eine jahrtausende alte Kulturtechnik.
von vielen Völkern über Zeiten entwickelt. Mhm. Also das stand nicht plötzlich so da, weil da irgendwelche ein paar Leute was zusammengebastelt haben, also ganz grob übertrieben. Und das heißt, und auch ein Alphabet ist nicht ein Ausschnitt. Mhm. Und das, was Google tut, sagt jetzt, dass es praktisch die Welt so kreiert. Wie? So kreiert? Wie ein Alphabet Sinn erzeugt, oder? Ja, so. Dabei kann es im Wesentlichen nur bislang kreierten Sinn aufnehmen. Mhm. Also mit, ich weiß nicht, ob das mich so klar. Nein, ich wollte Ihnen nämlich auch sagen, wir in Mitteleuropa verstehen, ich kenne schon Leute, die es verstehen oder da waren, aber wir verstehen meistens nicht, dass die Großdenken Whirlpool-Erfahrung, die es mit einem jungen Coder und Studenten macht, wenn er im Silicon Valley studiert und in Startups geht. Ja, weil die sagen nur, YouTube sind Milliardäre geworden. Wo ist mein nächstes Ding? 3 Monate durcharbeiten mit meinen 5 Freunden, nur Chips und Pizza und dann, ja. Das heißt, die haben alle frische Niederlagen und Gewinn-Stories von Leuten, die sie auch mal getroffen haben. Und das finden Sie in Hamburg weniger. Gibt es auch, aber Silicon Valley ist eine eigene Struktur. Und dann zu sagen, ein Silicon Valley-Teil darf sich Alphabet nennen, es ist interessant, weil Google ist ja benannt nach mathematischen, das ist ein Mathematiker-Nerd, sagen sie in Englisch, sozusagen ein Spezialistenfreudigkeit. Ja? Also Google ist etwas, das, ohne das erklärt wird, Mathematiker sofort verstehen, andere nicht. Alphabet ist etwas, das jedes grammatikalisierte Kind versteht. Und deswegen die grundlegende, den Anspruch. Mit anderen Worten, im Silicon Valley lernen sie groß zu denken. Ja? Und nicht Leute, die kleine Sorgen haben, zu ernst zu nehmen. Think big. Ja? Und Alphabet sich zu nennen, ist anmaßend. Weil das Maß ist die Welt. Und es ist, ja. Könnte der Herr das Mikro haben, bitte? Ja, noch anmaßender fand ich ja die zweite Interpretation von Alphabet, dass es nämlich gar nicht auf das Alphabet zurückgeht, mhm. sondern ein Teil der Leute interpretiert es ja auch als Bett, die Wette, Alphabet, die große Alpha-Wette. Mhm. Und ist das, ist noch mehr anmaßend, finde ich. Und worin besteht die Wette? Die Wette kann sich jetzt jeder seine Gedanken machen, wie gut oder wie schlecht, gegen was Google wettet. Ja. Es kann, ich weiß es auch nicht, man kann sich jeder seine Gedanken machen. Das mhm. eine ist die kommerzielle Wette. Wir machen hier den größten Deal aller Zeiten in den nächsten Jahren mit unseren Datenanalysen. Mhm. Oder wir schaffen das, wir legen alle platt. Ja. Also Alpha ist einfach, man sieht sich in der Alpha-Position. Okay. So interpretiere ich es zumindest. Und vielleicht erinnern Sie sich, im ganz ersten Vortrag haben wir gehört, dass die Einsen und Nullen, die unsere Biodaten sich merken, auch über 50 Jahre, dass die sozusagen in sich in einem sinnlosen, also auf dieser Neutralitätsebene von Einsen und Nullen, wissen Sie nicht, ob es für uns ein schlüsselbarer Sinn, wie in der Sprache ist, oder ob es nur sozusagen so eine Minimallogik, der Unterschied zwischen 1 und 0, den kann die Maschine sehen, daraus kann es aufbauen, was es eben tut, so funktioniert der Computer da unten. Mit anderen Worten, Google ist Mathematik. Das kann man mit Einsen und Nullen machen. Der neue Name Alphabet wäre, wenn wir den ersten Vortrag jetzt nochmal erinnern, wäre der Versuch zu sagen, Google macht jetzt Sinn. Ja? So wie ein Alphabet Sinn erzeugt. Sie haben jetzt viel über Linux und Google gesprochen. Inwiefern sehen Sie darin jetzt die nächste Gesellschaft, so wie Ihr Vortrag heißt? Ja. Hätten Sie mich das vor 8 Jahren gefragt, hätte ich Ihnen jetzt 4 Projekte genannt. Zum Beispiel OpenStreetMap,
Also mit anderen Worten, Wikipedia nochmal für etwas anderes. OpenStreetMap hat versucht, dass man sagt, ah, mit meinem Handy nehme ich jetzt Weil am Rhein, Altweil auf, tue das ins Internet und dann gibt es auch so eine Art Stadtführer. Das heißt, Leute, die in Weil am Rhein kommen, können sehen, ja, hier lohnt es sich ja total, in den Kunstverein zu kommen, gerade jetzt mit diesem Thema. Das heißt, sie hätten Crowdsourcing von Bürgern und Bürgerinnen, ja, das können auch Schüler sein, das sind, kommt oft von, aus den Schulen auch, die sind begeistert, wenn sie ihr Weil am Rhein drin haben und dann gehen sie nach Linz und treffen auf die Linzer, die ihre Sehenswürdigkeiten eingetragen haben. Das wäre jetzt OpenStreetMap gewesen. Mit anderen Worten, aha, ich kann der Plattform online vertrauen. Die haben gedacht, ich kann ja mein Smartphone oder mein Fotoapparat dafür benutzen. So, das war jetzt vor 8 Jahren. Da hätte ich gesagt, das ist die nächste Gesellschaft. Die Stadtführung, wenigstens deren Grundstruktur, werden nicht mehr von Baedeker, sondern von uns für uns produziert. Aber vielleicht kennen Sie das Projekt, OpenStreetMap? Es ringt. Ja, ja. Aber jetzt schauen Sie an, was wir benutzen. Google Maps. Wie bitte? Sie nehmen OpenStreetMaps. Entschuldige? Ja, ja, also ich habe mit anderen Worten eine Antwort, und auch damit Sie mein Zögern entziffern können, eine Antwort hat damit zu tun, dass dieser Open Source und freien Software möglichen Erfindungen, ja? Nicht jeder in Open Source und freier Software möchte dauernd sagen, ja, ich gehöre einer Bewegung an. Aber er oder sie partizipieren an Möglichkeiten, aus denen sie auch Geld machen können, oder eine Idee über Kultur. Denn das, was die Weiler am Rhein und die Linzer dann miteinander austauschen würden, ist ja auch, dass sie sich kennenlernen können. Ja? Ist ja auch, dass sie ihren Stadtstolz darstellen können. Und das ist wiederum in der Anthropologie ganz klar, yes, ich bin gern hier, ich möchte, dass andere es etwa so erfahren wie ich, nämlich positiv. Ja? Okay, nur noch mal eine Frage. Sie haben jetzt gesagt, das hätten Sie vor 8 Jahren gesagt. Was hat sich denn jetzt gesellschaftlich in den 8 Jahren geändert, sodass es jetzt anders ist? Was ist denn jetzt anders wie vor 8 Jahren? Dass Linux unter Android versteckt ist und Google ein Problem und nicht eine Lösung im Big Data ist. Ja, dankeschön. Also mit anderen Worten, Open Source wurde funktionalisiert. Und das ist, ja, aber nicht das ist ein ziemlicher Reinfall. Aber Linux ist immer noch Open Source und es gibt immer noch. Genau, aber es verändert zu wenig, oder finden Sie nicht? Es gibt jede Menge neue Distributionen. Okay. Ja, aber Sie können sich gegen, es sind 1 bis 1,5 Millionen neuer Android-Handys, die am Tag angeschaltet werden. Und das Erste, was das Linux darunter macht, ist bei Google anrufen, sagen, wer das ist. Das heißt, sie haben über 1 Million neue Datenabflüsse, die von Linux, das unter der Motorhaube versteckt ist, gemacht werden. Und das ist für mich ein ethischer Wahnsinn. Aber gerade zu Linux, es gibt jetzt von Ubuntu eine Distribution, eine Version, die auf dem Handy läuft, auf dem Tablet, da haben Sie Linux auf dem Handy. Mhm. Genau. Genau. Okay. Gut, danke schön.